Jo Leute, willkommen hier zum ersten Part von Call of Duty Black Ops 3. Die Beta, die noch bis zum 24. geht, also noch 3 Tage. Wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen gesucht, bin Level 15. Und mir macht das Spiel außerordentlich Spaß. Es ist echt ein geiles Game geworden, bis jetzt. Also es macht mir unendlich Laune. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet, wenn ihr es überhaupt euch gedownloadet habt oder euch das die Beta geholt habt. Also es macht seit langem wieder Spaß, Call of Duty zu spielen. Also AW war so, ach du Scheiße, habe ich nur ein paar Spiele gespielt, da fand ich schon kacke. Aber hier, ein paar Spiele, was heißt ein paar Spiele? Ich bin ja zwar schon ein bisschen fortgeschrittener da bei AW, aber trotzdem, nach einer Zeit hat es überhaupt keinen Bock gemacht. So, und ja, wie wir sehen, ich bin mit der Man in War, mit Griff. Hinter uns ist einer. Ah, scheiße, da muss ich nachladen. Ich brauche, glaube ich, schnelles Nachladen. Also mit Man in War, mit Griff und was war das noch? Schnell ziehen. Griff und schnell ziehen. Ohne Rotpunktvisier, weil ich mehrere Perks habe. Ich spiele mit 5 Extras. Und für die Extras muss ich ja... Gammelt da oben. Oh mein Gott, ey. 2 gegen 1 unfair. Aber was macht unsere Teammates? Hier stehen 3 Stück. Links Eck. Oh, jetzt redet da auch noch einer. Muss ich eben stumm schalten. Nein, 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 nein. Wer ist das da oben? Der erste, der quatscht mir ein bisschen zu viel. Hinter uns ist einer. Den haben wir. Da war aber noch einer. Da hinten. Von hier kommt einer. Ja, aber er hat sich auf den Boden gelegt, wie man es gesehen hat. So, es läuft einigermaßen. So, jetzt gehen wir mal hier rum. Weil hier meistens auch so ein paar abgammeln. Also, wenn ihr das Spiel auch habt, schreibt euren Gamertag in die Kommentare. Assist. Dann können wir gerne mal zusammen zocken, wenn ihr Bock habt. Können wir das gerne tun? Hier, jetzt sieht man den Extra, ich spiele mit dem Sichtungsplus, das Extra, wie wir sehen. Sagst du, so nah schickt das aus und dann... Da. Es erkennt Feinde. Ich kann noch nicht da durchschießen. Jetzt muss ich nachladen, ist das Problem. Wurde jetzt gerade getötet? Ne, jetzt war der... Oh mein Gott. So. Das war jetzt ein geiler Kill. Ein paar geile Kills. So, Drohne raus. Oh mein Gott. Nein, schade. So, jetzt spielen wir mit dem hier. Mit der. So, die Fernentladung Black Ops 2 soll das sein. Also, die ist richtig geil. Die kann springen. Man kann sie schneller machen. So, hier, man sieht's. Er ist hinter. Ach, ich konnte die gar nicht zünden, weil er die gehackt hat, der Hans-Peter hier. So, jetzt hole ich keine Vorräte, weil ich hier am Gegner-Spawn, meine ich, bin. Er liegt auf dem Boot und campt da die ganze Zeit. Das sind so die richtigen Typen hier. Und das ist die Community, die das Spiel so kaputt macht. Campen, dich boosten. Da. Ob ich deine Waffe nicht gesehen hätte, mein Freund. Hast du den? Hast du. Hat der Teammate, sehr schön. Och ey, der war doch low life. Ja, war der auch. So, ich muss einen Spot finden, wo meine Teammates sind, damit ich meine Vorräte werfen kann, damit ich nicht, so, den habe ich gesehen auf der Karte. Damit meine Vorräte nicht geklaut werden. So, erstmal Sichtungsplus. Dann kann ich hier meine Vorräte holen. So, Drohne ist eh online von uns, sehr schön. Dann kann ich auch beruhigt meine Vorräte holen. Aber es dauert Jahre, bis die Vorräte runterkommen, wie wir sehen. Donnergrollen, eine geile Abschussserie. Müsst ihr euch jetzt reinziehen. Pass auf, jetzt kommen da mehrere kleine Flugzeuge angeflogen. Da, wie wir sehen. Richtig geile Abschussserie. Wie dann auf die, wo man die Markierung hinsetzt, auf den markierten Bereich hinfallen. Also runterkommen, diese Drohnen. Da kann man schon echt geile Kills mit reißen. So, wir
Ah, jetzt falle ich runter, weil ich geschossen habe. War ein Fehler von mir. Das an den Wänden laufen und dann schießen. Er müsste aber oben drin noch sein. Ja, der war der auch da drin. Den habe ich, sehr schön. Unsere Stats sind 10 zu 7, kann man machen. Wir liegen aber zwar 40 zu 45 zurück. Aber daran bin ich nicht schuld. Ah, hinter uns. Ach, der ist schon tot. Boah, der hat mich fast mit seinem Bogen geholt. Ist da einer gewesen? Ja, ne? Der war ja doch ruhig, ne? Ich meine, da war. Da ist er. Zack. Haben wir. Das läuft doch einigermaßen. Den haben wir auch. Sehr schön. Es geht doch. So. Ah, da waren zwei. Da waren sogar drei. Die erste. Ich war am Gegner-Spawn. Ja, wie gesagt, schreibt euren Gamertag in den Namen, wenn ihr das Spiel habt. Dann adde ich euch. Und dann können wir gerne mal zwei, drei Ründchen. Hier rechts hinter mir. Das oben, was da gerade war, ist sechster Sinn. Man sieht dann auf der Karte, wo ein Gegner ist. Den haben wir so geholt. Das heißt sechster Sinn. Dann wird oben auf dem Radar die Richtung angezeigt, wo der Gegner ist. Da war einer. Ah, oh, schade. Der war aber low. Live, meine ich. So, wir haben sechsten mein Sichtungsplus einsetzen. Hat aber keinen geortet. Doch, hier drin ist einer. Er ist da runtergelaufen mit seinem Bogen. Muss ich jetzt aufpassen, weil der Bogen ist extrem geil. Jetzt kommt's drauf an. Los jetzt. So, der ist hier drin. Haben wir. Wow! Da waren eigentlich drei auf einmal. So, wir gehen jetzt hier rum, weil da müssen jetzt. Ah, scheiße, jetzt kommt eine Hellstorm und Donnergroll. So, war hier einer? Nee. Und jetzt spawnen unsere Teammates da. Wir können gleich mal in den Klassen-Editor gehen, dann zeige ich euch mal, wie ich meine Klasse aufgebaut habe, meine Man in War. Die AK ist auch nicht schlecht, diese AK, die ihr als Anfangswaffe habt. Aber die sprayt mir ein bisschen zu viel rum. So, Level 15 aufgeschrieben mit der Man in War. Man sieht, ich bin Level 15 mit der Waffe schon. So. Hier ist keiner. Ach, es ist ein Teammate da links gestorben, wo ich jetzt hergehen wollte. Ja, für die erste Runde war das relativ in Ordnung. Also gibt es uns auch ein paar Sachen, die overpowered sind. Hier, man sieht, man kann in die Wand laufen. Man hat ja auch 21. So, schauen wir mal, wie unser Team so abgeschnitten hat. Ja, der hat auch 3040 Punkte gekriegt. Der war der, was hat er für Kills gemacht? 30-10 hatte der erste, bei dem wir hatten 14-11. Wir waren bei uns im Team besser mit der 1,27er KD, die anderen 5 zu 20. Das ist schon bitter. Ja, wir hängen, glaube ich, noch eine Folge dran. Für 8 Minuten ist das zu wenig. Dann können wir jetzt gleich noch ein Spiel spielen. So, dann gehen wir mal hier. Also meine KD ist bei 1,33 im Durchschnitt. 1,34. So, dann zeige ich euch mal den Klasseneditor, also die Man in War. Man sieht, die ist Level 15. Ich spiele die mit schnell ziehen und Griff. Keine Visiere. Gibt es ja Rutschungsvisier. Das ist erst Level 19. Wenn ich die Waffe auf Level 19 habe, kann ich einen dritten Aufsatz für die Waffe haben. Dann würde ich mir als dritter Aufsatz, hole ich mir dann Vollmantelgeschoss oder langer Lauf. Langer Lauf oder für alle beide. Ich hole, glaube ich, den Griff, tue ich weg und tue dafür Vollmantel und langer Lauf hin. Und die Extras sind einmal sechster Sinn, wie ich das gerade gesagt habe. Blinder Bewacher, nicht von Drohnen, dann flinke Hände, fest verdrahtet und Wachsamkeit. So spiele ich meine Man in War. Habe ich eigentlich schon andere? Die Shiva, die hat zwar einen richtigen Schaden, aber die Feuerrate ist schlecht. So, das war, oh, leider fängt das Spiel schon an. Ja, natürlich 4 gegen 5. Man sieht jetzt hier, was für Fähigkeiten wir spielen, die so die Gegner haben, mit was für die für... Leute spielen mit ihren Spezialfähigkeiten. Outrider meldet sich für Überwachung. So, wir können mal, also was noch Bock gemacht hat, ist Herrschaft zu spielen. Wir können ja gleich mal gucken, was für, wenn ihr das noch nicht wisst, Spielmodi sind. Herrschaft ist hierbei. Suchen und zerstören, Sprengkommando meine ich, Stellung. Also alle die Standard, Spiele, die man auch vorher immer kennt.
So, das ist einer meiner Lieblingsmaps hier. Das ist meine Lieblingsmap von den. Es gibt ja nur drei. Oh, da kommt eine Granate. Ah, ich war doch in der Luft. Es gibt ja nur drei Maps in der Beta und das ist definitiv meine Lieblingsmap Map von den drei, die zwei, noch der drei, die zur Auswahl stehen. So. Ja, natürlich. Den haben wir sogar. Mein Gott, ey. Da ist aber noch einer. Ah, oh, schade, die haben immer Aufpass gehabt. Schade. Ja, und ich spiele ohne Scuff-Controller. Man kann sich auch so schnell genug hinlegen. Ich spiele, also meine Empfindlichkeit spiele ich, kann ich euch gleich zeigen. Ich spiele 11 Empfindlichkeit. Oder 9. Ich weiß nicht, dann 11. Weil ich kann mit einer langsamen Empfindlichkeit gar nicht umgehen. Also bei mir muss es schon schneller gehen, mit dem Stick bewegen. Weil zu langsam, dann dreht sich das so langsam, dann sterbe ich schneller. Hier ist aber kein Gegner. Gucken wir mal im Haus. Die haben sogar beide hochgenommen. Da war noch einer zu dritt. Die waren zu dritt in dem Haus. Egal, zwei von drei haben wir geholt. Da oben der Fraggle. Ah, es ist immer. Ey, bin ich hier alleine bei den Gegnern oder was? Ja, ich bin auf 4 zu 5, aber wenn ich da treffe, treffe ich direkt auf zwei oder drei Gegner. Das nenne ich. Ja, so, gehen wir durch die Höhle. Wir machen das mal. Aber da muss man aufpassen, wenn man hier Herrschaft spielt und hier in der Ecke Headglitcht. Da ist ja nämlich die Flagge dahinter. Das ist ein echt geiler. Oh, ich bin jetzt gerade. Man sieht, ich bin jetzt rot eingekreist. Da sieht man, dass er mich gesichtet hat. So, Sichtungsplus. Ja, da kommt einer. Einer ist im Wasser. Hier, wie man sehen kann, man kann auch schwimmen im Spiel. Und dabei sogar schießen. Zack, den haben wir sogar im Wasser geholt. Also das ist ein richtig geiles Feature hier in dem Mod, in dem Spiel zu schwimmen. War ich ertrinke gerade. So, schauen wir mal, ob hier da oben ist ein Gegner, habe ich gesehen. Den haben wir sogar sehr schön. Läuft doch relativ rund gerade. Ich habe, glaube, da ist einer durch die Höhle gegangen. Ich weiß, ich muss nachladen. Ich habe noch einen Schuss in dem Magazin. So, wo sind die Gegner? Wir führen 18 zu 15, wo wir ein Mann weniger sind. Da war einer. Ah, der liegt da. Er campt oben auf dem Felsen. Das sind so richtige Schwuchteln. Also, das sind so Leute, da könnte man sich aufregen, die so ein Spiel kaputt machen. So richtige Camper. Wenn man schon campt, dann. Warum spielt ihr so Spiele? Es macht doch keinen Spaß, da irgendwo rumzustehen oder zu liegen. Wo ist der Spielspaß, bitteschön? So, den haben wir. Der campt immer noch da oben, wie ich sehe. Da hier rechts ist einer. So, jetzt campe ich auch mal. Den haben wir auch. Perfekt, wir gehen jetzt mal durchs Fenster raus. So, jetzt haben wir mal. Den haben wir auch. So, unsere Spielbeladung ist bereit. Zack, zwei Stück mit der Spielbeladung weggemacht. Drohne und Sichtungsplus. So, die Drohne. Ich warte jetzt mal ein bisschen ab. Jetzt kann ich auch mal. Ah, ich wollte meine Vorräte kriegen, deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen geschimmelt, aber. War blöd von mir, hätte ich nicht machen müssen. So, in dem Haus ist einer. Wir haben wenigstens eine Drohne. Wo ist der? Den haben wir sogar. Der spielt mit dem Granatwerfer. Also das regt mich auch auf. Dieser Granatwerfer ist echt overpowered. Da wurde ich schon echt tausendmal von weggeholt. Also das läuft gerade echt gut hier, muss ich schon sagen. Da ist ein Team mit in der Höhle. Also man merkt es auch, mir macht es richtig Spaß, das Spiel. Ist ein Gegner gewesen? Nee. Ja, komm mit Teammate. Ich camp nicht. Zack. Schwebeladung. Nein! Ah, ich bin aber in der Luft, Mann. Wo ist die Sprengkraft? Der hat schon wieder gekämpft. Die Sprengkraft ist doch nicht so hart. So, ich lade jetzt meine Schwebeladung durch das Gebäude, um den Camper mal zu holen. Zack, man kann springen mit der, man kann auch schneller fahren. Ah, jetzt wurde ich schon wieder geholt. Mit dem Granatwerfer wurde ich gerade weggemacht. Bitter, aber stand auch gerade in einer ungünstigen Stelle da, wo ich die Schwebeladung aktiviert habe. Eigentlich könnte ich auch höhere Streaks spielen, die ich auch
glaube ich, erreichen würde. Aber ich spiele erstmal mit so ein bisschen niedrigen Streaks, um wenigstens etwas zu erreichen. Sichtungs Plus aktivieren. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Und da ist einer gewesen. Na, schade. Ich habe gedacht, man springt aus der Ecke und holt ihn so. Schade, schade. Aber es läuft. Wir haben Stats von 18 zu 9. Ah, ich wurde gerade geblendet. Wir haben ihn trotzdem geholt, obwohl wir richtig hardcore gestunt waren. Haben wir den trotzdem weggeholt. Ah, am Fenster ist der. Ah, der Teammate hat den dann weggeholt. Sehr schön, der Teammate hat die gekillt. Das ist sehr gut. So, ich hoffe, ich glaube, in der Höhle ist einer. Ah. Campt der da immer noch? Ne, der ist dahergelaufen, okay. Aber die meisten kommen immer durch das Wasser und durch diese Höhle hier. Und das sind einer der Spots hier bei Herrschaft, weil hinter uns die Flagge dann wäre und dann kann man die richtig geil abdecken, wenn man wenn man gut ist im Abdecken. Hier ist ein Spot. Da bei den Clan Wars oder so, bei Clan Kriegen, da einen hinzustellen, ist schon eine gute Sache, um den Clankrieg eventuell zu gewinnen. Also ich freue mich schon auf die Clankriege, wenn die Spiel rauskommt im November. Und da mit dem Clan wieder so richtig geile Clankriege zu spielen. Weil das Spiel ist echt geil. Hier ist einer in der Ecke. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen, wie er da in der Ecke lag? Und das ist echt bitter. Er liegt schon in der Ecke, aber kriegt nichts gebacken. So, den haben wir. Sehr gut. Schwebeladung. So, wir führen immer noch. Ich gehe mal unten durchs Haus. Nee, wir schwimmen. Man kann nichts. Man kann durch diesen Brunnen da, der da ist im Haus. Da kann man durch. Ach, da waren zwei. Links war noch einer. Da war aber noch rechts einer. Ich werde nicht, wenn es geholt vom Nachladen. Nee, noch nicht. Sichtpuls bereit. So, Mann. So, den haben wir. Sehr schön. Er Bunny hoppt und hat mich damit getötet als letztes. Ich bin Last Kill, aber nicht schlimm. Ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst einen Daumen da. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Oder ob wir gerne mal zusammen zocken wollen. Dann edde ich euch oder ihr edet mich. Man sieht ja meinen Clan-Tag, meinen Gamer-Tag. Ja, Leute, jetzt klatschen einer dazwischen. Das nervt jetzt. Ja, Leute, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Call of Duty Black Ops 3. Ich bin raus. Peace. Und 22:13 kann man mal hinnehmen. Wie gesagt, Peace.